Jesod. Jesod ist einer der Sephirot. Jesod ist insbesondere die neunte der Sephirot im kabbalistischen Lebensbaum. Jesod ist die zweitunterste. Man könnte sagen, sie entspricht dem Svadhisthana Chakra. Jesod ist also die neunte Sephira. Sie verbindet uns mit Gott und verbindet die spirituellen Konzepte in Handlungen. In der christlichen Mystik steht Jesod auch für den Heiligen Geist. Jesod heißt wörtlich Fundament. Jesod ist zusammen mit Hod, Pracht, Majestät und Netzach die dritte Triade des Lebensbaumes und sie steht so für die Ätherwelt. Jesod hat als Bedeutung Fundament, Erzengel ist Gabriel, die in der Numerologie entspricht Jesod der Ziffer 9. Jesod ist die Sephira der Ätherebene und es ist der Rahmen, innerhalb dessen alle Bestandteile der dichten Materie umschlossen werden. Schließlich kommt dann die ganze feinstoffliche Materie im Malkut, also der untersten Sephira, in diese irdische Welt, in der Materienwelle greifbar. Damit ist Jesod auch die Sephira des Urgrundes und eben das Fundament, die Grundlage für den Bau der Welten. Jesod ist also ein Grundstein, auf dem man das Gebäude der physischen Welt errichten kann.